So, also wir steigern Attention für Casting Speed und dafür, dass wir in ein, zwei Leveln hoffentlich neuen Slot dazu bekommen für die Pyromantie-Geschichte. Klick. So. Leave. Ah, Pyromantie-Flamme. Bei wem konnten wir die Pyromantie-Schlange... Schlange. Pyromantie-Flamme steigern. Auch bei dem Magier, oder? Ich glaube ja. Das ist doch doof. Also wir müssen jetzt erstmal irgendwo den Magier wiederfinden. Bei ihm bestimmt nicht. Wir müssen erstmal irgendwo den Magier wiederfinden, bevor wir das Ding aufstufen können. Sehr, sehr doof. Vor allem findet man die Flamme auch erst, nachdem man den Magier getroffen hat. Das ist nicht nett. Du kannst auch keine Pyromantie-Flamme aufstufen. Nein, kannst du nicht. Und du hast immer noch nichts für uns Relevantes dabei. Schade. Geh weg. Equipment. Ich teste mal was aus. Hey, es klappt. Radiant Life Gem. Das könnte jetzt sehr gut für uns enden. Dann haben wir eventuell gleich noch ein Gebiet, wo wir weitermachen könnten. Auch wenn das Gebiet sehr klein ist und sehr garstig. Aber wir könnten da weitermachen. Von hier nach da. So, jetzt sieht das da sehr instabil aus. Aber okay. Jo. Jo, tot. Also, was instabil aussieht, ist auch instabil. Aber allein die Information, dass wir den Sturz überleben, ist schon mal gut. Also, den Initialsturz. Den Sturz jetzt einfach nicht überlebt. Das heißt, der Ring ist immer noch angelegt, wir können einfach wieder runterspringen. Yeah, wo springen wir jetzt gleich nur anders lang, ist die Frage. Hm. Oh. So, hier, glaube ich. Hops. Ist echt viel Schaden am Anfang. Hops. Hops. Okay. Das instabile Ding ist weg. Schon mal nicht so super. Ich glaube, ich laufe einfach mal. Nö. Nö, laufen reicht nicht. Ich hätte eventuell entweder rollen oder springen sollen. Wahrscheinlich im Idealfall springen. Problem nur beim Springen ist, dadurch kommt man wieder höher und fällt dann tiefer. So ein Levitieren-Spruch wäre schön. Aber ich glaube, sowas gibt's nicht. Also jedenfalls bisher noch nicht. Und unsere Maximallebenskraft wird immer weniger durch jeden Tod. Was das Ganze auch noch verschlimmert. Aber im Notfall gehen wir halt einfach zu einem Bossraum und, ne, helfen einmal kurz mit. Also hops. Trinken. Alternativ könnten wir auch mal nicht zu unserem Seelenhaufen gehen, sondern direkt von hier aus auf das da springen. Wobei das eventuell sogar tiefer ist als... der erste Initialfall da. Ach komm, wir sind eh gar so schön am Rumtesten und sterben. Springen wir von hier mal darauf. Und es geht. Was haben wir hier? Poison Moss mal 3. Und von hier müssen wir nur noch darauf. Sehr schön. Grave of Saints mit einem Leuchtfeuer. Das macht das Ganze schon mal wesentlich angenehmer. Zack. Benutzen. Bitte, bitte benutzen. Ich brauche meine Flaschen zurück. So. Das Gebiet kenne ich als Spieler nur zu Genüge. Hier habe ich so viele Newbies umgebracht. Die werden sich jetzt alle rächen. Oh. Ja, ich werde beschworen. Als grauer Geist.
Das heißt, ein anderer Spieler beschwört jetzt mich, um mich zu töten. Und da ich ein Magier bin und der Anfangsbereich eng, habe ich ein Problem. Und noch eine Sache, die PvPler hier gerne machen, weil es gar keine richtigen PvPler sind, sondern einfach nur kleine Schisser. Sie versuchen mich jetzt in die Monster zu locken von diesem Level. Weil die Monster greifen den PvPler nicht an, die greifen nur mich an, mich den Beschworenen. Was natürlich total unfair ist, aber so sind diese Feiglinge hier halt. Da ist er. Deswegen sniper ich den jetzt an. Oh. Und ihr kommt auch noch alle wach. Okay, warte. Alles daneben, ernsthaft? Na komm. Ja, und jetzt kommt er, wo die Viecher auch hier sind. Und versucht mich. Ja, versucht. Doofer kleiner Feigling. Also was ihr hier machen solltet, bitte, 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 wenn ihr in das Gebiet kommt, macht das ehrenhaft. Stellt euch am Eingang hin und kämpft da gegen den Gegner. Das hier ist Firlefanz. Das ist einfach nur unfaires Rumgerenne. Nee, so nicht. Du bist jetzt tot. So macht man das. Das, obwohl ich von zig Ratten angegriffen wurde. Doof. So, das gab jetzt als Sieg einen Ferrous Lockstone. Für die haben wir immer 4000 Seelen bezahlt, ne? Dafür ist das Gebiet hier echt super, um die Dinger zu farmen. Also später, wenn man hier auch selber PvP macht, also andere Leute in seine Welt zieht, um die zu töten, kriegt man halt auch jedes Mal einen Ferrous Lockstone. Und mit den Ferrous Lockstones kann man hier in dieser Welt das Ganze auch noch mit Pfeilen versehen. Was ein ganz interessantes Konzept ist. Wobei halt die wenigsten PvP-Kämpfe so weit in das Gebiet reingehen. Weil meistens sind es Neulinge, die hier ins Gebiet kommen. Die laufen dann schnurstracks hier rein, aggroen die Ratten und dann ist eh schon alles vorbei. Zu den garstigen Pfeilen kommen die gar nicht. Entweder bringen die Monster sie um oder der PvPler. So, und ich will jetzt hier mal weiter gucken. Da kommen ganz viele Ratten. Da unten ist übrigens schon der erste Ferrous Lockstone, den ich setzen könnte. Ich werde aber keinen der Ferrous Lockstones hier... vielleicht einen. Das wäre eine Abkürzung. Nee. Ich würde die eigentlich ganz gerne aufbewahren für andere Gebiete. Wir haben ja noch zum Beispiel die Statue, die wir machen wollten. Bei der Statue, also bei der Statue von König Gerugon, dem Ersten, und seiner Frau irgendwo daneben, da war noch ein Ferrous Lockstone. Das wollte ich auf keinen Fall vergessen. So, da ist eine Nebelwand. Pro... Ratten? Ratten. So. So. So garstig, wie das jetzt hier schon ist, von wegen ganz viele Gegner und PvP und was weiß ich, der Boss ist garstiger. Gerade als Magier stelle ich ihn mir sehr schwierig vor. Ich zeige einfach mal kurz, was ich meine. Und danach überlegen wir uns, ob es überhaupt Sinn macht, den zu versuchen. Oh, hier ist noch ein Leuchtfeuer. Sehr schön. So. Attune Spells. Wir haben gleich ganz, ganz viele Rattengegner. Und mittendrin irgendwo ein Boss. Feuer. Oh, Druckwelle. Das klingt echt praktisch. Oh, probieren wir das. Ah, das waren... Ja. Das ist so ein... Klerikerzeug. Du bist Single-Target, huh? Ja, und begrenzte Reichweite. Ja, nee. Attune Spells, dich weg. Schrotflinte dafür her. Dich weg, dafür Dolchen. Ja, wir gucken einfach mal. Beziehungsweise ich zeige euch, was ich schon weiß. Und Talana gleich mit Entsetzen feststellen muss. Ratten. Ich hasse Ratten.
Das war gerade Henry Jones. So. Ganz viele Ratten. Fragt man sich, okay, muss ich jetzt 100.000 Ratten töten und dann ist vorbei? Nein. Das wäre doof, weil wir haben nur begrenzt Zauber. Aber hey, das geht doch besser als ich dachte. Problem, die versteinern. Ich mach mal kurz so. Es macht keinen Flächenschaden. Aber wenigstens findet jedes Ding ein Ziel. Lauf. Roll, 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 roll. Roll schneller. Okay, wir müssen anscheinend noch ein paar töten. Dabei habe ich ja schon ein paar, ne? Okay. Na komm, gib mir ein schönes Ziel. Wie viel habe ich jetzt schon umgebracht? Ein Dutzend? Locker. Ah, Royal Red Vanguard. Oder Vanguard. Den muss ich töten. Den muss ich aber erstmal finden. Unter den Ratten. Da, der mit Miro. Immer schön drauf. Immer schön drauf. Immer schön drauf. Und heilen. Habe ich ihn noch als Ziel? Ja. Nicht verstecken hinter der Rattenstatue, du Ratte, du. Okay, ich brauche erstmal Platz. Hier ist gut. Komm, 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 komm. Einer noch. Ah, sehr schön. Das ging viel, viel leichter, als ich dachte. Ich hatte die Ratten richtig garstig in Erinnerung. Viel schneller und garstiger halt. Okay, durch. Da. So. Hallo, andere Ratte. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Was? Also es ist ein sehr eloquenter Rattenkönig, das muss man schon sagen, und deswegen treten wir ihm auch bei. So. Also deswegen und weil wir jetzt auch unsererseits Leute töten wollen. Crest of the Red. Draws to thee those who would defile our burrow. Wear the ring whenever thou and destroy those who would. I will grant unto thee all thou shouldst. I prithee serve with a true rat's honor. Ja, Rattenehre. Deswegen werden wir jetzt auch nicht die armen Newbies in die ganzen Ratten locken. Das richtig machen. Also, wir sind jetzt ein Anhänger des Rattenkovenants. Wir müssen, wenn wir in diesem Gebiet sind und PvP machen wollen, den Ring anziehen. Und zwar, wo ist er? Da. Den hier. So, dann hätte ich aber noch ganz gerne Inventory dich benutzen. Swoosh. Humanity restored. Gut. Wir müssen jetzt, also ich weiß nicht, ob ich das machen will, aber jetzt einmal zeigen, müsste okay sein. Erstmal müssen wir wieder volle Ladung haben für unsere Zauber. Dann teleportieren wir uns zu dem anderen Leuchtfeuer hier unten, zum ersten. So. Und jetzt, warte, jetzt betreten wir das PvP-Gebiet. Und schon beschwören wir den ersten Typen. Ich bleib mal direkt hier am Eingang stehen, damit wir halt nicht die Ratten auf unserer Seite haben. Problem ist allerdings, die Nahkämpfer können recht schnell an mich rankommen. Und da hinten ist er schon. Oh oh. Er weiß, was er tut, glaube ich.
Ah, weißer. Na komm, weg von den Ratten. Wir müssen wieder zurück hier in den Gang. Ich will dir nur helfen. Ja, komm, hau mich. Stanger ist weg. Ich hasse Schildkämpfer. Aber Schild und Zweihänder ist... Oh, Ratte, tut mir leid. Aber Schild und Zweihänder ist ein super Kombo für uns. Weil der ist irre langsam mit seinem Zweihänder. Der trifft uns niemals. Und der verbraucht ganz viel Stamina. Ich glaube, ich probiere mal den da aus. Nicht so gut, wie ich dachte. Ja, weil die sind zu langsam, die Geschosse. Viel zu langsam. Er ist langsamer. So, komm, hau mich. Und der spammt die Tasten. Das ist schon mal nicht gut. Komm, wechsel auf zweihändig ohne Schild. Das ist viel toller. Ja, kommt gut was durch. Willst du nicht einen Trank trinken? Ich würde dir wirklich raten, einen Trank zu trinken. Ah, nicht gespammt, das ist gut. Hohoho. Hast du uns was gehabt? Hey, da standen wir gar nicht mehr. Oh, 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 oh. Trink. Und roll dich. Oh, jetzt will er auch trinken. Nicht so, mein Junge, nicht so. Ach, schon wieder. Ich habe Videobeweise. Wir waren nicht mehr da, wo wir standen. Oh, Zauber ist alle. Ja, 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 ja. Jetzt wird er wagemutig, weil wir so wenig Leben haben. Und der kann es auch sein, weil er trifft uns andauernd, obwohl wir gar nicht da sind, wo wir sein sollen. Wo läufst du hin? Er hat volle Leben, das ist doch doof. Ich hätte nur diesen kleinen... Okay, danke. Das macht keinen Spaß mit diesen langen Waffen. Wie gesagt, wenn ich jetzt mal nicht getroffen. Vor allem, er hat jetzt noch 3-4 Aufladungen von seiner Flasche. Ein gutes hat das Ganze. PvP-Kämpfe sind zeitlich begrenzt. Auch wenn das eben 10 Minuten oder so sind. Haben wir noch einen großen? Ja, sehr gut. So, komm, hau mich. Du willst jetzt weglaufen, was trinken. Tot. Ja, und er wird voll hochgeheilt. Was für eine Flasche hast du, Typ? Einen großen Pfeil nur noch. Ach, Menno. Also als Nahkämpfer war das wesentlich toller. Das heißt, was war das? Das heißt, ich werde nicht so viel PvP betreiben, wie ich eigentlich vorhatte. Außer ich finde noch irgendwelche Zauber, die das Ganze irgendwie für uns besser gestalten. Oh, 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 oh. Achso, du hast Harz aufgetragen. Okay. Na, okay. Und tot. Guter Kampf. Doch, muss ich schon sagen, guter Kampf. Und ich habe das echt unterschätzt mit der Reichweite. Ich hatte mich gefreut, dass ich den Vorteil habe, weil er halt eine langsame Waffe und wir können dadurch mehr rumrollen, besser zaubern. Aber die Reichweite von Ding ist einfach monströs. Vor allem auch länger, als man eigentlich sieht, dass sie ist. Was ein bisschen doof ist. Okay. Ich will aber gleich nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt hier mal einen, der... Das ist unsere Leiche. Hier kriegen wir jetzt hier mal einen, der eher zu uns passt. Und ich laufe mit 14.000 Seelen rum. Ist nicht so schön, ne? Majula kurz? Na komm. Ich glaube, wir verlieren nämlich gar nicht so viel, wenn wir selber derjenige sind, der andere hierher
holt. Also wenn wir jetzt jemanden in unsere Welt holen und ihn töten, kriegen wir auch einen Anteil seiner Seelen, die dabei hat. Andersrum aber glaube ich nicht. Also wenn wir jetzt jemanden in unsere Welt holen und der bringt uns um, kriegt er nicht unsere Seelen. Oder zumindest verlieren wir keine. Und es gab auch irgendwie einen Timer. Also man kann nicht durchgehend Leute beschwören. Sobald man einen beschwört hat, gibt es einen Timer, den man nicht sieht. Und man musste das Gebiet verlassen, das weiß ich nicht. Ich habe das damals immer so gemacht, ich bin einfach hier. Dung-di-dung-di-dung. Leuchtfeuer. Einmal benutzen. Raus. Und dann wieder rein. Und dann zwischendurch mal zu dem anderen Leuchtfeuer geportet und dann wieder hier zurück. Und ich bleibe eigentlich immer hier, weil wenn ich zum anderen Leuchtfeuer gehe, starte ich ganz am anderen Ende der Karte. Und dann müsste er sich erstmal die ganzen Gegner durchschnetzeln und so. Was ist denn? Nee, weiß nicht. Aber irgendwie will gerade keiner. Naja, aber wir haben den Rattenkönig besiegt, wir haben es im Rattencovenant angeschlossen, wir haben einen PvP-Kampf gewonnen, wir haben einen verloren. War soweit eine gute Einführung in das Gebiet hier, würde ich sagen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. In der nächsten Folge springen wir nach Majula, holen uns ein, zwei Stufenaufstiege und dann gucken wir hier weiter, was noch hinter dem Rattenkönig so ist. Also bis denne.